Eine Vorlesung auf dem Tanzflur. Eigentlich kommen Studenten nur am Mittwochabend in die Festhalle Waldhof. Dann ist hier nämlich Studi-Party. Tagsüber ist die Feierlocation momentan aber auch einer von mehreren provisorischen Hörsälen in Vechta. Für die Studenten sehr verwirrend. Ja, ich bin ja eigentlich immer zu einem ganz anderen Vorwand, und zwar ja, zum Feiern. Hier finden immer die Studentenparty statt, auch heute Abend wieder. Ich finde das schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, jetzt hier zu lernen, in Anführungsstrichen. Ja, es hat auf jeden Fall was Besonderes, weil man das ja natürlich auch kennt vom Mittwochabend meistens. Deswegen ist es auch mal interessant, das zu sehen, wenn es ein bisschen heller hier drin ist. Ich war eben gerade davor in einer Vorlesung im Kino, und das ist auch ganz witzig, weil es halt echt bequem ist. Ein Kino, eine Gaststätte und dieser Festsaal dienen im kleinen Vechta derzeit als Hörsäle. Natürlich ist das Ganze nur eine Übergangslösung. Denn seit 2011 hat die Uni Vechta einen Zuwachs an Studenten von 70%. Dazu muss derzeit der größte Hörsaal mit Platz für 450 Studenten renoviert werden. Also musste man sich was einfallen lassen. Der Präsident der Universität ist sich sicher, die gefundenen Lösungen sind für alle akzeptabel. Unsere Studierenden nehmen es, sagen wir mal, mit einem gewissen Humor. Sie können dann die Nacht durchfeiern und dann morgens gleich da bleiben, weil dann das Feierlokal umgewandelt wird zu einer Vorlesungsveranstaltung. Manchmal sind sie etwas müde dabei vielleicht, aber im Großen und Ganzen versuchen wir uns mit allen Partnern in der Stadt so gut wie möglich zu arrangieren. Natürlich wird darauf geachtet, dass an allen Vorlesungsorten gute Bedingungen für die Studenten herrschen und diese leicht mit dem Rad zu erreichen sind. Professor Martin Schwer unterrichtet hier gerade Erziehungswissenschaften. Wo er das tut, ist ihm eigentlich egal. Aber ein bisschen lenkt die Deko dann doch ab. Das sind für mich wirklich die Leuchter, die mich so ein bisschen an die 70er Jahre Disco-Atmosphäre erinnern. Das mag meinem Alter geschuldet sein. Aber das finde ich schon ganz, ganz witzig. Und da kommt auch mal so die eine oder andere Erinnerung auf. Und ein bisschen hält das Disco-Fieber im Unterricht dann auch noch an, denn noch bis Ende 2019 sind die Räumlichkeiten gemietet.